When you go out with the practice, with the training, and then kaputt. In here before. But in next year, in Germany, what they do, because I hear rumor, you understand rumor? I hear that they go 500 only, and maybe another class. So, Schauer, hallo. Kyle. Deutsche Meisterschaft Seitenlang ist angesagt wieder in Herxheim. Du bist amtierender, bist noch deutscher Meister, letztes Jahr gewonnen in Vechta. Aber die Karten werden wieder neu gemischt, neues Spiel, neue Chancen. Aber wie stehen deine Chancen, Kyle? Das wissen wir heute Abend. Ja, du bist gut fit? Ja. Und dein Material auch? Ja. Was ist noch so berichten von Holland letzte Woche, Europameisterschaft rennen? Na ja, es waren sie sich ganz gut noch zum Schluss, aber... Ich würde halt sagen, man soll so eine Europameisterschaft auf längere Bahnen machen und halt auch nicht abends. Stimmt. Wenn schon sehr nass ist, dann muss man nicht abends noch. Dann müsste man schon am Tag machen, sowas. Ja. Das hätte man in Erinnerung machen können oder so, irgendwo auf eine gute, schöne Bahn. Ja. Wo auch mal eine Ohnmächtigkeit hat oder irgendwas, da war ja gar nichts auf der Bahn. Da wurde statt gewinnt, gewinnt drinnen. Ja. Und das finde ich nicht eine gute Europameisterschaft. Na gut, das gehört mittlerweile wieder in der Vergangenheit an. Nächstes Jahr ist die Finale. Ja, ik ben eigenlijk een beetje vrolijk darüber. Is die Finale in Alsfeld Angenrood? Wat sagst du daar zo? Ja, die hat 500 Meter die Bahn, aber die ist auch nicht richtig für die Europameisterschaft. Das ist meine Meinung dazu. Weil ich würde die machen so 600-700 Meter Bahn, da kann man sagen, das ist Europameisterschaft. Ja. Aber trotzdem, ich bin pro für Angenrood. Nette Frage. Es ist ein guter Club so. Es gibt auch Spaß dort zu fahren und die Kurven sind vor allen Dingen breit und die Grasen sind auch breit. Man kann da schon ein bisschen was machen. Ja. Aber ich würde sagen, Europameisterschaft, 600 Meter Bahn, gar nichts. Gut, Kyle, hier viel Erfolg heute in Herxheim. Danke dir. Ja, maar de vader van Nienke de Jong. Hallo. Ja, wie een kleine zee hier. Ja, man zal zwemmen. Ja, of angeln. Ja, dat kan ook, ja. Ja, maar er moet nog vissen rein. Maar Nienke kan varen hier. Die braucht nur die äußere helft en niet, die komt hier gar niet. Ach zo. Zo, Nienke kan varen. Ja. Maar die kriegen het Wasser wieder weg. Ja, hoffentlich. Ze zijn nu angefangen damit. Bei der Feuerwehr. Wechseln, ja. Alle Wechselpumpen. Hoffentlich, ja. Ja, das haben wir auch noch nicht so oft erlebt, sowas. Nein, die sind begeistert. Ja. Und das Rennen, ich sehe meine Kamera, war um 13:30. Ah ja, das Rennen soll ja losgehen um 4 Uhr. Um 4 Uhr. Ah ja, es kann vielleicht noch ein bisschen später haben. Ja, aber Linke ist deutsche Meisterin geworden letzte Woche in Hertingen. Hertingen, ja. Ja, gibt es da noch eine Party irgendwann irgendwo bei euch oder so? Ja, weiß ich nicht. Na, sie hat noch so viel Rennen, da denken wir noch nicht dran. Aber wenn die Saison vorbei ist, dann gibt es bestimmt eine größere Party. Ja, denke ich schon. Ja, in Werlte bestimmt. In Werlte? Ja. Da wird sie groß gefeiert. Da. Das denke ich schon. Da wird sie geehrt und gefeiert. Ja. Gut. Roel Limburg. Ja, we moesten even Duits spreken, we zijn beide in Duitsland, ja. Letzte Woche waren we nog in Holland en in Zürichbüren. Maar, heute Morgen is een Versammlung geweest. Er wurde davon gesproken, die 750 Kubik wollen sie wieder zurückdrehen, wieder rückgängig machen. Maar die dürfen wieder 2 Jahre weiterfahren. Ja, man kann es nicht von einem auf anderes Jahr gleich ändern. Aber ja, das größte Problem war eigentlich die V2 von Tommy Kundert. Dann, wenn man mit so etwas anfängt in die 57-Klasse, dann spricht man über Geld, das wird für die 99% von den Fahrern unbezahlbar. Und ja, ich habe auch gesagt, wir sind angefangen mit dem Mehrzylinder und wir fangen von null ab an. Die 500er. Ist eine ausgewuchtene Klasse. Man hat das bereits Jahre und Jahre entwickeln können. Das ist ein Spitzen gespannt. Und wir fangen an mit etwas Neues und müssen gleich mit den Top mitfahren. Es dauert bei uns auch
bestimmt 3-4 Jahre, für dass man etwas gefunden hat, das auch mit den Einzelnen mithalten kann. Ja. Wie stehen die Chancen heute für Limburg hier in Herxheim? Ach, ich bin erste Reserve. Und wenn ich einmal mitfahre, hoffentlich kann ich ein bisschen mithalten. Denn es ist für mich noch immer eine Frage, wie das Motor geht. Ich habe noch wenig gefahren, und bin ich niedergestutzt, habe mich noch ein bisschen an Gespann geändert. Und hoffentlich geht es besser. Gut. Nou, hoffentlich kriegen jou das Wasser weg hier. Das hoffe ich auch, denn ich habe noch kein Schwimmdiploma. Gut. Tschüss. Schwimmen oder Rennen fahren? Jetski fahren. Jetski fahren ist auch schön. Aber gut, Spaß beiseite. Letzte Woche bist du deutsche Meisterin geworden in Herzingen. Ja. Stimmt, ja? Ja. Und du bist natürlich sehr glücklich, sehr froh darüber, dass du den Titel geholt hast. Ja, klar. Ja. Heute in Herxheim, ja, die kriegen das Wasser mit Sicherheit wieder weg hier. Und du bist hier schon öfters gewesen in Herxheim, hast hier trainiert, glaube ich, habe ich gehört. Ja, also, schöne Bahn hier. Ja. Bis jetzt wäre es schön, ne? Ja, und du hast auch wieder gute Chancen hier heute vorne mit dabei zu sein. Mal gucken, mit so viel Wasser drauf weiß ich es nicht. Ja, das Wasser ist nur hier, ist ja nur innen, also nicht außen, ne? Ja. Und ist morgen auch noch Rennen für dich irgendwo? Nein, ich denke, ich fahre nach Moorwegesdam zum Kuppen. Also das ist morgen Speedway, oben in Norddeutschland. Ja. Und nächste Woche geht es wieder weiter in Berghaupten. Ja, bist du da schon mal gewesen? Nein, nur gehört. Ja, die schönste Bahn von ganz Deutschland, finde ich jedenfalls. Und nicht nur ich, sondern viele andere Leute. Habe ich gehört. Gut, viel Glück hier in Herxheim. Und dann, ja, toi toi toi. Danke. Tschüss.
aber Kerl hat kein Kombi an. Kerl fährt heute nichts, nimm das. Abwarten, abwarten. 10 Minuten wissen wir mehr. Was ist das Problem? In 10 Minuten kann ich es sagen. Warte mal an. 3 Sekunden, warte mal. Der zehnfache amtierende Europameister Sattner 6, Wettenberger am Start Ausfall stehen geblieben. Sie haben dann einen Ja, Sie haben mehr, weißt du vielleicht schon warum? Nein, das weiß ich noch nicht, aber ich werde natürlich versuchen, da rauszubringen, aber zunächst mal einen Personenruf. Wir bitten den Rennleiter, Herr Joachim Ohmann, hierher zum Fahrerlager Ausgang zu kommen. Joachim Ohmann, hierher zum Fahrerlager Ausgang. Und da kommt natürlich das Sepp jetzt hier angerannt. Ich werde mal versuchen, ganz kurz was von ihm zu erfahren. Sepp? Zum Bagasse, ich habe es. Also ich denke, es war ein Schaden, den er zu sehen ist. Er sagt, am Vergaser hat sich eine Schraube aufgelöst, so ähnlich. Hey, Mama.
Tommy Kunert, sehr gute Zeit gefahren, glaube ich. Tommy Kunert und Martin. Der Tommy wird auch mal. Der wird Deutscher Meister. Und was macht dann Bischof? Ich glaube nicht, dass sowas passiert. Dritte vielleicht. Er kommt mit einem Motor und kommt an die 57 dran. Ja, er hat natürlich eine faire Bahn erwartet. Trotzdem, viel Spaß in der Herbst. Und dann entwickelt dieser Motor natürlich ein enormes Drehmoment. Am Start, was war das Problem? Eine Kleinigkeit, ja. Und weil das eine Schraube ist, habe ich zu Hause gemerkt, bei Festziehen leicht überzogen. Da habe ich nicht mehr so angezogen, wie es normal sein sollte. Hier hat es mir jetzt losvibriert. Natürlich dann der Motor angespielt. Also sieht nachher wieder besser aus? Ich denke, es sollte. Gut. Nummer 13. Ja. Glückszahl oder ongelukszahl? Ik ben een ongelukszahl, dan ik ben in plaats voor Keil gekomen. Keil had afgehoord, want ik vaar onder volle rennen mee. Also Keil kan niet meer verder varen? Weet je niet, wat het probleem is. Goed.
dann hoffe ich viel Glück für Limburg, dass die Stand Nummer 13 etwas Glück bringt. Was wir es haben. Viele ich brauche ein bisschen Glück. Hallo Jan. Hallo. Viel Dreck. Viel Dreck in Herxheim. Genau wie letzte Woche in Holland. Aber die Frau vor mir ist Petra Bischof, die Frau von Oswald Bischof. Ja, genau. Ja? Letzte Woche in Holland, wie gesagt, war viel Dreck, viel Schlamm. Wasser, aber hier ist auch Wasser. Aber wie stehen die Chancen dann für Bischof mit Sieber heute beim Rennen hier? Ich denke mal schon, wenn die Bahnverhältnisse etwas besser werden und die Stadt einigermaßen hinhaut, geht's schon. Ja, sind die unter den ersten fünf mit dabei? Ja, wir wollen es hoffen. Zumindest unter der ersten sechs, dass die Qualifikation für nächstes Jahr für Semifinale für die Europameisterschaft ist. Ja, denn finale Europameisterschaft findet in Angenroth statt, ist stimmt ja? Am 20. Juli in Angenroth, am Fußballfeld. Na gut, hoffe ich schaffe nicht das, dass Sie unsere ersten sechs sind, dass Sie auch auf eure Heimbahn auch am Rennen fahren können. Oh ja, natürlich. Ich denke, dafür macht der MSC auch einiges und wollen schon sehen, dass unser Club gespannt auch das Finale in Angenroth mitfahren kann. Gut, viel Erfolg. Danke, Jan. Sag mal, wie ist das für ein schönes Foto? Wo ist das gewesen? Altrip. Altrip? Ja, und wer fährt vorne? Hubert. Hubert Berger Brandhofer. Schön, viele Zuschauer. Hat Altrip immer. Schönes Wetter. Ja, dieser Mann, wie ist der Name bitte? Weißt du doch, du bist du, ich bin doch der Lothar. Lothar Haas. Jawohl. Ja, ich weiß das, aber andere Leute wissen es nicht. Wenn sie später mal das Video sehen, dann ist es Lothar Haas. Lange Jahre in der gespannten Sport tätig gewesen. Wie viele Jahre? 15 Jahre. 15 Jahre. Jawohl. Und mit wem immer das Fahrer mitgefahren? Mit dem Werner Eckert und mit dem Bernd Dilger. Mit Bernd Dilger? Jawohl. Dilger Haas war ein Begriff, sozusagen. Und auch Eckert Haas war auch genau. In den früheren Jahren. Und hast du auch Ahnung, wer wird Deutscher Meister hier heute am Zeit machen? Ich habe bis jetzt noch kein Training oder kein freies Training von den Spitzenklassenfahrern gesehen. Also so wie vom Hören und Sagen halt sehen, wird wahrscheinlich der Brünner schwer schnell sein mit dem Aggregat. Ja, stimmt. Gut, und du bist heute dabei bei wem? Erich Scheunemann. Scheunemann. Jawohl, ich wäre normal als Zuschauer hingefahren, aber der Erich hat mich halt gebeten, um ein bisschen zu helfen. AMC, Hausen. Jawohl. Gut, viel Erfolg. Danke. Thank you.
Und in dieser Bodengasse neben den Ständen, neben dem Stand von Bahnsport aktuell, findet Sie auch einen Stand, an dem es Autogrammbilder gibt von Nünke, der junge, frisch gebackenen deutschen Bahnpokalsiegerin, der 19-jährigen Holländerin, der 19-jährigen Blondine, Action- und Porträtfotos von Nünke de Jong zu bekommen am Verkaufsstand in der Bodengasse.
Ja, das war nur... Ja, Thomas, du hast gerade Süße de Jong erwähnt, eine ganz, ganz schnelle junge Dame. Und bei mir hier steht auch eine schnelle junge Dame, nämlich aus Bernhausen, genauer aus Spanau. Und zwar die Stefanie Rubin. Gut, wie die Chancen heute haben wir den Herrn Schein. Am Vatertagsrennen fahren sehen hat, der hat gesehen, dass da richtig Talent in ihr steckt. Leider hat sie dann im Fall durch Pech und die Stürze. Ludger Speels, de chef van AC Vechta. Letztes Jahr war bei euch Rennen, Flutig Rennen, da ist Karl Keil, Deutscher Meister geworden, gespannt. Aber er fährt heute nicht mit dir, stimmt das? Ja, das ist korrekt. Leider nicht. Was ist der Grund dafür? Naja, er hat die Kontrolle nicht bestanden, also es ist ein trauriger Fall, aber ich bedauere das aufs Äußerste. Ich habe da auch kein Verständnis für, aber darüber wird an anderer Stelle noch gekommen. Ja, wer wird Deutscher Meister sein heute Abend in Herxheim hier? Wenn ich das im Moment richtig sehe, dürfte es ein norddeutscher Bahnmeister werden, der Deutsche Meister, der für die norddeutsche Bahnmeisterschaft fährt, würde Deutscher Meister werden. Aber wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Die Bahn ist gut und ich denke mal, es kommen drei Fahrer dafür in Frage. Aber man weiß nie im Vorfeld, der Bessere wird halt siegen. Gut, spielt das auch eine Funktion heute hier? Ja, ich bin Betreuer der norddeutschen Bahnfahrer und deswegen trifft mich so ein Fall ganz besonders. Aber wir werden sehen. Gut, schade. Viel Spaß und viel Erfolg für die norddeutschen Gespanne. Mario Siebert. Jan. Ja, ich habe gerade gefahren, Stadttraining und so weiter. Aber der deutsche Gespann Karl Keil mit Rainer Falder fahren nicht mit heute Abend. Was ist der Grund dafür? Weiß ich nicht genau. Habe ich mich auch noch nicht weiter informiert im Moment. Wir haben gerade Zahn sauber gemacht, Training. Hat er Motorenpech oder sowas? Keine Ahnung. Keine Ahnung, müssen wir jetzt einmal nachfragen. Ich weiß nicht, ich habe gerade die Sachen sauber gemacht vom Mittel hier runter und es ist ein bisschen eng heute. Ja. Wie stehen eure Chancen heute hier? Ja, wir hoffen gut. Wir hoffen gut, eben im Fliehtraining war der Start nicht ganz so toll. Aber wir haben jetzt nochmal anders zu übersetzen, dass gut. Wir mehr an Drehzahl kommen. Mal schauen. Viel Erfolg. Danke. Ja, du guckst ein bisschen dein Gespann an. Ihr seid auf der Bahn gewesen. Wie seid ihr zufrieden mit den Bahnverhältnissen heute hier? Die Bahn ist heute sehr gut, ich bin zufrieden gefahren. Mal schauen, ob alles stimmt jetzt und dann werden wir mal gucken, was der erste Lauf bringt. Ja, wie stehen eure Chancen überhaupt heute Abend hier? Ja, ich denke, dass wir Dritter heute schon werden können. Ja, bei der Deutschen Meisterschaft, Karl Keil, der amtierende Deutsche Meister, fährt nicht mit heute Abend, hat sich abgemeldet. Was ist der Grund dafür? Den Grund weiß ich leider nicht, aber es ist sehr, sehr schade, dass der Keil nicht daran teilnimmt an diesem Lauf. Das ist wirklich schade. Ja. Und Bernd Kugelowski, ja. Was sagt denn Bernd, dass Karl Keil nicht teilnehmen kann? Ich weiß zwar die Gründe nicht, Jan, aber es ist immer schade, wenn ein amtierender Meister in einer Klasse ist und kann seinen Titel nicht verteidigen, egal aus welchen Gründen auch immer. Ja, die Gründe, man sagt mir, also man hat mir gesagt, einige Leute, es ist eine Dopingkontrolle gemacht worden, also eine Alkoholkontrolle, und das sein Beifahrer, Rainer Falter, dass sie viel Alkohol im Blut gehabt haben soll. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, Jan, dass die Fahrer trinken, aber wenn es so ist, ist es halt schade, weil wenn man weiß, was auf dem Spiel steht, sollte man sich da schon vorher Gedanken machen. Gut, ich wünsche für euch jedenfalls heute Abend viel Erfolg. Ja, Jan, danke schön.
2 Ausbahn. Klar und deutliche Führung liegt für die Startnacht, für die Engelfavoriten Tommy Kunes und Markus Eibel. Sieger und damit die Startnacht 12. Herbert Grüner hat die Gegner, also 5 Punkte, weiter die 4. Jörg von Süd. Wenn es wäre oder kaputt wäre, dann wäre das ein echtes Problem. Würde die Gegner für Tommy Kunes, denn dann ist es krank, ob er die zweite Werbungsleute wieder an den Start gehen kann. Ja, und sein Beifahrer. Thank you.
Nachname wieder? Reilinger. Ja, aus Süddeutschland von ja, MSC Langnau. Genau. Ja, Friedrichshafen. Ja, du darfst jetzt Bier trinken, ja. Denn ja. Du fährst ja nicht beim Rennen mit. Nein. Aber ich habe gehört, mir kann mir sagen lassen, der Beifahrer von Karl Karl hat auch etwas zu viel Alkohol getrunken gehabt. Stimmt das? Ja, ich habe was gehört, aber ich möchte dazu nichts sagen. Aber ich meine, er darf ja nicht mitfahren, da muss was passiert sein. Ja, wahrscheinlich doch vielleicht wegen dem das Rennen nach hinten verlegt wurde, hat er heute Morgen ein oder zwei Glas Bier getrunken. Und blödsinnigerweise kam er bei der Auslosung dran zum Alkoholtest und hat vielleicht ein paar Promille zu viel. Schade. Schade, ja. Gut. Wer wird Deutscher Meister? Ja, ich hoffte Tommy Kuhnert, aber jetzt hat er einen Ausfall. Jetzt vielleicht doch von Darka, man weiß nicht, aber es ist noch nicht fertig. Gut, bis bald. Danke. Thank you.
natürlich das ungeordnete Band, das Tommy Robert jetzt hier lenken muss. Viele machen Autogramm, viele machen ein Foto mit dir.
zusammen auf dem Foto. Aber das macht ja nichts aus. Ist egal, wenn man, das gehört dazu. Wenn man bekannt ist, beliebt ist, dann gehört das mit dazu. Da gibt es schon ein bisschen Stress, aber das geht so. Gut, viel Erfolg. Autogramme, viele Unterschriften, aber auch Kunst gibt viele Autogramme. Ja, wie viele werden so gemacht an einem Renntag? Ja, wir haben so einen Schnitt so 60 bis 100 Stück ungefähr brauchen. Ja, also Sie wollten gerne ein Autogramm haben von Tommy Kunert, der ja, mehrfache Europa- und Deutscher Meister. Aber heute geht es um die Deutsche Meisterschaft. Es sieht aber nicht gut aus für euch, glaube ich, heute. Nein, wir haben heute nicht kein Glück gehabt. Unser gutes Motorrad ging kaputt. Das ist ein Motorlager kaputt gegangen und die Ersatzmaschine, die wir von Karl Teil gekriegt haben, da ist auch was kaputt gegangen, weiß noch gar nicht was. Und somit ist es eigentlich für uns gelaufen. Also ihr kommt nicht mehr auf die Bahn? Nein, wir haben 0 Punkte bis jetzt nach 2 Läufe und das rentiert sich jetzt auch nicht mehr. Wo ist das nächste Rennen für euch wieder? Ich denke bald auf. Nächste Woche? Ja. Na, hoffentlich klappt das bedeutend besser, wie es heute hier geklappt hat in Herxheim. Ja, könnte man brauchen. Schönen Abend trotzdem. Dankeschön. Tschüss. Ja, Schönemann, ja. Lange Jahre aktiv Rennfahrer gewesen, gespannte Rennfahrer, Pause gemacht, aber ist es heute das Comeback von Schönemann? Ja, sicher. Unser alter Spitzel, der Peter Fröhlich, hat mir einen Motor gebaut und jetzt habe ich den 2-3 Mal gefahren, den Motor. Ich bin also in Zweibrücken und in Bad Hersfeld ein bisschen gefahren. Ich fahre aus Spaß an der Freude. Ich will da nichts mehr Großartiges riskieren. Wenn das funktioniert, geht es. Und wenn nicht, ein Comeback ist es ganz sicher nicht rein. Aber nächste Woche auch im Behaupten dabei? Ja, da fährt der Sohnemann in der Schülerklasse und dann fahren wir sowieso hin und dann fährt der Papa auch mit in der B-Lizenz. Ja. Gut. Dankeschön. BWF. Peter Fröhlich, stimmt ja? Das stimmt, ja. Ja. Schon lange aufgehört, aber jetzt werde ich wieder boykottiert. Ich muss wieder arbeiten. Ja, und Fröhlich hat den Motor gemacht, gespannt für Schönemann. Ja. Und was sagt dann Fröhlich von Schönemann seiner Leistung heute Abend hier? Zufrieden, mehr kann man nicht verlangen. Also wenn er 2 Läufe 2-mal gewinnt, das ist doch gut. Das stimmt. Die andere Frage, Karl Keil. Der amtierende deutsche Meister Rainer Falter. Ja, das kann ich auch nicht recht verstehen, warum das nicht geht. Ich weiß nicht, hat er keine Zeit zur Vorbereitung? Ich kann dazu sonst nichts sagen, ich weiß es nicht. Der hat keine Genehmigung bekommen. Das ist schade. Der hat keine Genehmigung bekommen von der Jury. Ich denke, der Seitenwagenfahrer habe ich irgendetwas gehört. Hat zu viel Alkohol im Blut gehabt. Habe ich jetzt eben gehört, ich weiß es nicht.
ob das stimmt oder ob das war. Gut. Beim Teil war ich. Achtung, Fahrerlage, zwei Lieber daneben gestanden. Die M2-Wagen zum Vorstand. Stadtermann 10, 12, 6. Da bin ich zufällig daneben gestanden. Da war absolut null. Vorstand. Reserve 14. Trotzdem, viel Spaß heute Abend. 10, 12, 6, 12, für Scheunemann. 2, 8, 4 und 14. Hallo. Hallo. Nienke de Jong. Komt uit Holland. Ik kom ook uit Holland. Ja. Die is hübs, blond en snel. Ja. Die dame voor mij is ook blond. Ja, aber ook hübs natuurlijk. Aber snel. Niet meer lust ook rennen te fahren. Nee, ik heb het. Nee? Bist du zu alt, für Rennen zu fahren? Zu alt? Ja. Aber das Rennen spielt sich da ab und hier steht hier an der Theke. Warum guckt ihr das Rennen nicht an? Dann? Ja, wir müssen die Beine vertreten. Genau, wir wollen laufen. Wir können immer sitzen und am Brot schmecken. Ja. So viel sitzen. Und wie oft seid ihr schon gewesen in Herxheim? Am besten Mai waren wir. Und wo kommt ihr weg? Ludwigshafen kommen wir. Ludwigshafen? Sie kommt von Mannheim. In der Nähe von Altrip. Ja, genau. Altrip war bei der Rennen war ich auch gewesen. Gut, dann. Und Cola schmeckt? Cola schmeckt sehr gut, ja. Gut, viel Spaß noch. Ja, danke, danke. Guck mal, ist ein Sack. Er hat, seine Maschine ist defekt, er kann nicht mehr fahren. Und ja auch die Ersatzmaschine, die er von Karl Keil zur Verfügung gestellt hat. Auch dort gab es einen Motorschaden, der ist also ausgefallen. Also keine Chance mehr für Thomas Kuhnert, jetzt noch in dieses Renngeschehen mit einzugreifen. Das heißt, in diesem Lauf, dieser Lauf wird ohne Thomas Kuhnert über die Bühne gehen. Dafür kommt die Nummer 14, der Reservefahrer Alfons Pflügel. Dem Einzylinder GM ebenfalls noch ohne Punktverlust. Und Derg hat den Start gewonnen. Brüne ist innen durchgefahren. Jetzt kommt und Derg von außen und geht wieder vor. Ja, das ist ja ein tolles Ding. Und die Vierzylinder-Yamaha. Brüne riskiert alles. Aber und Derg lässt länger stehen. In der Spitzkehre habe ich den Eindruck. Und Derg führt das Feld an. Und Derg vor Brüne. Und dritter Platz für die Schwimpfe. Jürgen Michel auf der Vierzylinder-Honda. Der Einzylinder von Sepp und Derk an der Spitze vor zwei Mehrzylinder gespannen. Scheint sich jetzt hier ein bisschen absetzen zu können gegen die Yamaha von Herbert Brüner. Eine große Lücke schon zu Jürgen Michel, aber Herbert Brüner geht innen durch. Hat länger stehen lassen, hat natürlich mehr PS am Ende der Geraden. Oh, da ist noch Derker weit rausgekommen. Ja, gibt's denn das? Eine Runde noch zu fahren. Herbert Brüner gegen Josef und Derker und Brüner. Ist als erster eingebogen in die Fahrerlagekurve. Herbert Brüner führt auf der Yamaha in der letzten Runde das Feld an. Kann und Derker nochmal kontern? Nein, Brüner lässt ewig lang stehen mit der PS Power des Yamaha Motors und Brüner kommt als Sieger ins Ziel. Thank you.
heute der spannendste Lauf, liebe Zuschauer. Dieses Duell um den Sieg zwischen dem Multi-Champion Josef von Derker und dem Vierzylinder-Piloten Herbert Brüner. Fünf Punkte und die beiden gehen mit dem Yamaha-Gespann mit 15 Punkten Maximum in die Semifinalläufe. Zweiter die 6, Josef Onderka und Martin Wambrecht haben der Europameister geschlagen, erhält 4 Punkte, geht mit 14 Punkten in die Semifinals. Dritter die 10, Jürgen Michel und Jürgen Utwalke erhalten 3 Punkte. Sie gehen in die Semifinals mit insgesamt 10 Punkten. Vierter die Start. Dritter Punktlauf der B-Lizenz-Soloklasse, präsentiert von Möbel Gilb. Folgende 6 Fahrer und Fahrerinnen sind dabei. Mit der Nummer 22 Patrick Diener, 5 Punkte im ersten Lauf. Nummer 24 Hans Freundorfer, 3 Punkte im ersten Lauf. Nummer 27 Marc Hansen, 2 Punkte im ersten Lauf. Nummer 30 Dominik Hilfiger. Startnummer 36 Hermann Zausinger, 3 Punkte im ersten Lauf. Und mit der Startnummer 21 mit 5 Punkten aus dem ersten Lauf die tagesschnellste Fahrerin in der Soloklasse bisher überhaupt und die amtierende neue deutsche Bahnpokalmeisterin aus den Niederlanden, Nynke de Jong. Die 3 Minuten laufen bereits für alle Fahrer. 3 Minuten laufen. Tage führt die junge Dame, der Teenager aus Holland, das Feld an. Die letzte Woche im Finale der 18 besten B-Lizenzfahrer alle Läufe souverän für sich entschieden hat, die männliche Konkurrenz in Grund und Boden gefahren hat. Nynke de Jong. Die letzte Runde wird angezeigt für Nynke de Jong. Diesmal für die 21. Sieger wurde die Startnummer 22, Patrick Diener. Er bekommt 10 Punkte. 5 Punkte bekommt er, hat aber insgesamt 10 Punkte. Nach den beiden Läufen geht also mit 10 Punkten in den Finallauf hinein. Zweiter die Startnummer 30, Freundorfer, 3 Punkte. Er hat insgesamt 6 Punkte. Vierter dann die Startnummer 27, Marc Hansen. Er hält 2 Punkte, er hat insgesamt 4 Punkte und nicht im Ziel die Startnummer 36, Hermann Zausinger. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, ja,
von Nünke de Jong, das nützt ja nichts, denn sie hat nicht gewonnen. Sie ist disqualifiziert, hätte aber einen Schnitt gehabt von 125,25 km/h. Jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in den besten Verein der Welt eingetreten. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Alles gut. Dankeschön. Dann hatte der heute wieder auf. Ja, guten Abend. Hallo, guten Abend. Und guten Appetit. Dankeschön. Hier haben wir den frühere Chef, der frühere erste Vorsitzende von MSV Herxheim. Und der Name ist bitte? Klaus Richter. Ja, Klaus Richter. Ich war gestern angereist, bin ich ein bisschen durch die Umgebung, habe ich einen riesen LKW gesehen. Ja, Gemüse, Lechner stand da drauf. Ja. Ist das Ihre Firma? Das ist einer von uns. Ne? Und außer Sport muss man ja auch noch was tun im Leben, ne? Und muss sein Geld verdienen. Und wir machen das mit Gemüse. Ja, denn Herxheim ist bekannt um sein viele Gemüse, bekannt um seine Trauben, bekannt um seine Tabakpflanzen. Also Herxheim ist sehr bekannt. Ja, Herxheim ist ein Agrarzentrum, aber nicht nur Herxheim, sondern die ganze Pfalz. Es ist das größte Gemüseanbaugebiet von Deutschland. Und wir sind eben integriert in die Vermarktung dieser großen Produktion. Gut, freut mich zu hören. Eben wieder beim Rennen bleiben wir heute. Es geht um die deutsche Meisterschaft Seitenwagen. Einige Gespanner können leider nicht teilnehmen. Keil ist ausgefallen, Tommy Koenen ist ausgefallen, Köhler ausgefallen. Ja, wer wird heute an das Rennen gewinnen? Ja, es wird ein enger Kampf werden, nach meiner Meinung, zwischen Onberger, dem ich die meisten Nerven zutraue. Aber die Nummer 12 mit diesem 750 Kubik Motor, der ist auch sehr schnell. Und ich denke, zwischen diesen beiden wird sich die Entscheidung anbahnen. Ja, und in der Babysitz Solo-Klasse ist meine Landsfrau, Nienke de Jong, sehr schnell unterwegs. Sie war sehr schnell, aber leider ist sie eben in ihrem letzten Lauf von der Bahn abgekommen, nach außen. Und sie war Erster, wurde aber disqualifiziert. Aber sie hat noch alle Chancen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den ersten Preis machen würde heute. Gut. Guten Appetit. Dankeschön. Weihrauch ist der Name, ja? Ja. Helmut Weihrauch. Ja. Lange Jahre aktiv, Seitenwagenfahrer gewesen, Schwenker gefahren. Wie lange hat Weihrauch aktiv an der Basisport teilgenommen? Wenn ich alles rechne, ungefähr 20 Jahre. Lange, lange Zeit. Ja. Hat viel Spaß gemacht? Sehr viel, ja. Ja, heute hier zu Besuch in Herxheim bei der Deutschen Meisterschaft, Seitenwagenfinale. Wer wird heute Abend Deutscher Meister? Ich tippe zwischen Onderga und Fröner. Der aus Osnabrück. Osnabrück, ja. Ja, der fährt auch sehr gut. Wird sehr stark heute. Ja, stimmt. Ja. Gut, und wie schmeckt hier? Immer super in Herxheim, auch der Wein. Gut, dann viel Spaß. Danke. Auf der Bahn.
war der Anna schon vorher gekommen. Hier wieder auf den Beinen. Gott sei Dank, also hat sich niemand verletzt. Ja, aber aus Sicherheitsgründen musste natürlich sofort abgebrochen werden. Dieser Lauf wird wiederholt mit allen Gespannen. Bitte die Gespanne wieder vorziehen. Und bitte, wir bitten um Nachricht da am Vorstart, ob alle sechs wieder starten können. Ist sowieso laut. Ja? Nee. Ja, und dann möchte ich die Pause noch nutzen und Sie darauf aufmerksam machen, dass Conny Aigner, unser Bahnsportfotograf, natürlich auch wieder hier in Herxheim parat ist. Er hat wieder Bilder mitgebracht von den Stars, von den Internationalen. Du hast auch nicht so viel Filme. Geil, du musst mir das später noch sagen, warum ihr nicht am Start gewesen seid heute Abend. Was ist der Grund? Du weißt warum, Jan, aber mir ist auch sehr weh, aber du weißt. Deiner Vater, der Beifahrer, hat heute Geburtstag, stimmt das? Ja. Und deswegen hat er vielleicht... Er hat gestern ein bisschen viel gefeiert, das weißt du, alles was los ist. Ja. Schade. Ist sehr schade, tut mir sehr weh. Ja, stimmt. Ich mach's heute, hol ich's nach. Gut. Schönen Abend, trotzdem. Das Ding hat der Patrick in Queen-Scheiß immer. Ja,
Deutsche Meisterschaft, Sieger die Startnummer 6, Josef Onderka und Martin Wambrechtshammer erhalten 5 Punkte und gehen mit 19 Punkten in den Finallauf hinein. Zweiter die Startnummer 1, Markus Brandhofer und Marco Hunsrucker erhalten 4 Punkte, sie qualifizieren sich mit 17 Punkten für das Finale. Dritter die Startnummer 4, Jörg und Steffen Bornfleth erhalten 3 Punkte, sie haben insgesamt 13 Punkte. Vierter die Startnummer 5, Keith Drury und Richard Webb, 2 Punkte, die Engländer haben insgesamt 5 Punkte. Fünfter die Startnummer 9, Oswald Bischoff und Mario Siebert erhalten 1 Punkt, sie haben insgesamt 7 Punkte. Und als Sechster ins Ziel gekommen, die Startnummer 2, Achim Köhler und Ingo von der Weht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Sepp Onderka betrug Weinstraße. Wir erwarten wieder folgende 6 Gespanne am Start. Die 43 Andreas Horn und Heiko Scheire, sie haben bisher 4 Punkte. Die 44 Bernd und Rainer Kugelowski, bisher 2 Punkte. Die 45 Franz Maucher und Jens Wunderlich, bisher
ein Punkt. Die 47, Oliver Werle und Mike Winter, bisher drei Punkte. Die 49, Uwe Zerbes und Markus Blum. Und die Startnummer 51, die Gewinner des ersten Laufes, Erich Scheunemann und Thorsten Ruf, bisher fünf Punkte. Die 43, Andreas Horn und Heiko Scheire. Andreas Horn vor der 51, Erich Scheunemann, mit der 47, Oliver Werle. Geht dieser Renntag leider wieder zu Ende. Wenn wir alle noch Glück haben, wettermäßig. Aber der Mann vor mir, wie ist Ihr Name bitte? Ja, ich bin der Heinz Gilb, ich bin der zweite Vorsitzende des Clubs. Ja, und Gilb, Sie sind bestimmt zufrieden über die Zuschauerzahl. Wir sind sehr zufrieden, nach dem, was heute früh hier war. Das war Weltuntergangsstimmung mit einem Regenguss, wie wir noch nie erlebt haben, seit dass wir Rennen fahren. Dann war es noch sehr glücklich, wie sich das alles entwickelt hat und wie einen schönen Renntag wir heute erleben durften. Ja. Wir schätzen, dass wir heute so 2.500 Zuschauer bis 3.000 Zuschauer hier auf dem Gelände haben. Und das ist für dieses Wetter ein großer Erfolg. Ja. Wer wird Deutscher Meister werden heute Abend hier? Ja, normal kann es ja nur einer werden. Josef Onderka. Onderka. Aber das zweite Gespann bis jetzt ist auch sehr stark. Aber ja. Ich tippe auf Onderka. Das zweite Gespann ist Herbert Brüner aus Osnabrück. Der ist sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich glaube, es differiert am einen Punkt. Aber ich tippe mal auf Onderka. Gut. Und die Pokale sind schon fertig da. Jawohl, Pokale ist da, Siegerkenntnis sind da. Alles bestens organisiert, gut. Wie immer in Hexheim. Nachher trinken wir noch eine Scholle zusammen. Genau, Scholle. Gut, danke. Er hat insgesamt 5 Punkte und 6.
der Startnummer 23, Markus Eibel, die Durchschnittlich 8,87. Und damit sind diese Die letzten 30 Sekunden laufen.
Das gibt aber Stadt. Aber am Stand. Es gibt überhaupt keinen Stand. Es gibt eine Kostenvergütung. Ja, also gerade war ja mal hier qualifiziert für den Endlauf. Er hat hier nicht abgerechnet. Wenn er hier hat, der Weiß hier am Start. Dann muss die Nummer 9 der Rechnungsvergütung in der Bauch gerufen werden. Sondern Brandhofer. Ja, das ist der helle Wahnsinn. Aber trotzdem hat Andergas es geschafft. Andergas ist trotzdem Deutscher Meister geworden. Achso. Andergas ja. 23 Punkte. Ein Punkt Unterschied nach dem Lernix, weil die Helle Brunner ausgefallen ist. Dadurch ist er trotzdem Deutscher Meister. Ein Stich. Und die Erde, 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 die
Du bist natürlich zufrieden. Thank you for attending. Ja, auch von Thank you.
Beide sind wieder dran. Oh, oh, ist das so. Kommst du hier rum? Ja, schon irgendwie. Oh, Seite, Wolfgang, nimm erst einen Schluck. Stella, gratuliere dir auch nochmal. Danke.